Hallo und herzlich willkommen vom Chaos Trawler Studio. Ich bin heute im Gespräch mit Gloria Höckner. Gloria ist Performerin und Choreografin und arbeitet in Berlin und Hamburg. Und wir werden heute vor allem über ihr Projekt Sentimental Bits sprechen. Und davor schauen wir uns jetzt erstmal ein Video an, das in Kooperation mit Pedro González entstanden ist. Anybody who's familiar with machine learning, we all know that machine learning and deep learning in particular is very, very data hungry. At Affectiva, we have built the world's largest emotion data repository. We have collected data from over 7.6 million faces in 87 countries around the world, which is about 5 billion facial frames that we're able to use to train and validate our algorithms. What if your wristwatch tracked your mood, or your car sensed that you're tired? Or perhaps your fridge knows that you're stressed, so it auto-locks to prevent you from binge eating. I would like that, yeah. I think in 5 years down the line, all our devices are going to have an emotion chip, and we won't remember what it was like when we couldn't just frown at our device, and our device would say, you didn't like that, did you? The biggest challenge is that there are so many applications of this technology. My team and I realize that we can't build them all ourselves, so we've made this technology available so that other developers can get building and get creative. We recognize that there are potential risks and potential for abuse, but personally, having spent many years doing this, I believe that the benefits to humanity from having emotionally intelligent technology far outweigh the potential for misuse. Ja, da sind wir wieder zurück. Das war das Video von Gloria und Pedro. Und genau, Gloria, an dich die Frage, magst du ein bisschen was über Sentimental Bits, über dieses Projekt erzählen, damit die ZuschauerInnen an den Bildschirmen eine Ahnung haben, worum es geht und was in dem Video passiert? Ja, das Projekt ist ein künstlerisches Rechercheprojekt. Ich bin Choreografin, darum war Ausgang der Körper und das Verhältnis des Körpers zu Überwachungstechnologie und Digitalisierung und so ein bisschen die Frage, wem gehören unsere Daten, die von uns produziert werden und was passiert damit und was gehört da, also was alles wird zu Daten gemacht so. Fokus waren Emotionen und Emotionstracking, weil das so ein relativ neues Feld ist, das Affective Computing heißt und mich fasziniert hat, weil es da plötzlich sozusagen so einen Begriff von Emotionen gibt, der in anderen Bereichen noch gar nicht so geklärt ist, würde ich sagen. Und also hier sieht man auch schon, dass es so ganz gewisse Emotionen gibt, die getrackt werden. Mhm. Und das sind so die Basisemotionen, von denen sehr viele von so Emotionstracking-Softwares ausgehen. Und in dem Projekt haben wir uns einerseits damit beschäftigt, was für Nutzungsweisen es gibt von Emotionstracking, also wo wird das eingesetzt. Also es ist ganz oft, also einerseits Überwachungstechnologie, zum Beispiel in Nizza nach den Anschlägen wird das jetzt auch in öffentlichen Verkehrsmitteln eingesetzt, um GefährderInnen zu erkennen, oder es gibt Pilotprojekte an Grenzen, wo man dann so einem Avatar gegenübersteht und nicht mehr einem echten Grenzpolizisten, der eben auch so verschiedene Sachen trackt wie Gesichtszüge, also aus dem Gesicht ist sehr oft Teil von Emotionstracking, aber auch Stimme und Körpertemperatur. Und wenn man dann vor diesem Avatar-Grenzpolizisten wie bei einem Lügendetektor-Test sozusagen abnormale Anzeichen, körperliche Anzeichen hat, dann wird man nochmal genauer untersucht. Und das hat mich oder uns in dem Projekt sehr viel beschäftigt. Ab einem gewissen Punkt kam dann auch Lois Bartel dazu, das ist eine Performance-Künstlerin, die auch nochmal so ein eigenes Interesse, nämlich Sexualität und Digitalität mit eingebracht hat. Und dieser Bereich, es kreist sehr viel um diese Frage, was für Modelle liegen hinter diesem Tracking, also was für Modelle fließen in Computing ein und wo werden die benutzt und ist das etwas, das wir verstehen können, das wir uns aneignen können und gibt es irgendwie Methoden, wie wir über unsere eigenen Daten verfügen können und vielleicht sogar selbst entscheiden können, was von uns preisgegeben wird und wer das speichert und analysiert und benutzt. So. Ja, eine sehr spannende Frage und ich finde es toll, dass du im Rahmen des Chaos Computer Club Remote Kongress dabei bist, um darüber zu erzählen, auch vor allen Dingen mit einem künstlerischen Blick darauf. Und wir sind jetzt ja auch gerade getrackt von verschiedenen Face-Tracking-Software. Genau, vielleicht kannst du noch mal genauer darauf eingehen, welche Face-Tracking-Software ihr verwendet habt in dem Projekt. Also man sieht das ja auch in dem Video, diese Punkte, die dann auf dem Gesicht erscheinen und dann werden Emojis und Emotionen angezeigt. Du bist zum Beispiel die ganze Zeit gerade ein Mann, wenn ich das richtig sehe. Und da lächelt sie, lacht sie, das zeigt der Emoji korrekt an. Joy and Surprise. Joy and Surprise, fantastic. Warum? Also wie ihr euch dafür eine Software entschieden habt und wie euer Verhältnis dann auch dazu ist oder war. Ich habe mich eigentlich aufgrund von so einer Vorrecherche, die ich vor dem eigentlichen Rechercheprojekt schon gemacht habe, viel mit Affectiva auseinandergesetzt. Das ist diese Firma, die auch in dem Video, das wir gerade gesehen haben, vorkommt. Und die sind spannend, weil die von sich claimen, den größten Datensatz an Emotionen zu haben. Und eben so eine du warst gerade kurz wütend. Ich habe es genau gesehen. Das macht mich richtig wütend. Die claimen von sich, den größten Datensatz an Emotionen zu haben und eben eine künstliche Emotionsintelligenz bieten die an aufgrund von Face-Tracking und das ist auch genau diese, also da gibt es so ein öffentliches Tool, das man sich runterladen kann, das habe ich gemacht und damit werde ich gerade getrackt. Also das ist von Affectiva gerade und genau, und Face-OSC, das, was du da trägst sozusagen, das ist so ein Face-Tracker, den wir ausprobiert haben, weil man den kombinieren kann, also man kann den kombinieren mit einer anderen Software und der dann lernen, dass gewisse Gesichtsausdrücke zum Beispiel gekoppelt sind mit Musik oder Klängen. Mhm. Und da war der Ansatz quasi ausgehend von diesen Signifiers, die man hier bei mir sieht, also Anger, Joy, Sadness, Disgust, Surprise, Fear, die zu vertonen und denen klare Klangsignale zuzuweisen, um dann zu gucken, okay, wie klingt und da sieht der Bereich aus, der dazwischen liegt, so. Das passiert ja auch in dem Video, ne? Das genau. Wird dort gezeigt, dass dann gewisse Impulse, gewisse Klänge auslösen. Also in dem Video haben wir eigentlich vor allem mit so, damit gearbeitet, unsere digitalen Repräsentationen, also Videos von unseren Gesichtern zu verglitschen, um dann nicht mehr so gut zuordnenbar zu sein. Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr da irgendwelche Filter und Effekte draufgelegt und das dann durch die Face-Tracking-Software gejagt, oder? Ja, so ungefähr, genau. Und man sieht das dann ja, dass die Gesichter total verzerrt und breit gezogen sind und entfremdet wirken. Und man sieht dann auch, wie schnell so eine Face-Tracking-Software eigentlich auch aus dem Ruder gerät und gar nicht mehr funktioniert oder zuordnenbar ist oder wie leicht es eigentlich ist, sie sozusagen zu hacken, wenn man so möchte. Wobei ich glaube, das liegt vielleicht auch an den Tools, die uns zur Verfügung stehen, weil die Machine Learning basiert ist vor allem dann gut, wenn es Unmengen an Daten verarbeiten kann. Und ich glaube, da gibt es mittlerweile schon sehr, sehr gute Tools, die allerdings eher Firmen besitzen, die auch richtig viel Geld haben, um so eine Infrastruktur überhaupt bereitstellen zu können. Und das, was dann so online zugänglich ist, das ist so ein bisschen, das funktioniert, aber jetzt nicht mega gut. Ja. Und das, was ihr dann gemacht habt, im Prinzip ist, dass ihr vor dieser Kamera gesessen habt und ihr habt dann ausprobiert, wo sind die Grenzen, wo fängt es an, rumzuspinnen. Aber es funktioniert ja tatsächlich auch relativ gut, oder? Wie ist so deine Meinung dazu, nachdem du dich damit viel beschäftigt hast? Ja, ich bin eigentlich ziemlich enttäuscht, muss ich sagen, von diesen Tools. Ja, okay, du wirst als Mann angezeigt. Aber ich meine, also es ist auch krass, dass es so ein, das hier zum Beispiel ist ein binäres System, ne? Also es gibt Mann und Frau und innerhalb dieses binären Systems kann ich erkannt werden. Wenn ich mich damit überhaupt nicht identifiziere und quasi eine Identität zwischen diesem Code besitze, kann die gar nicht erfasst werden. Mhm. Und ich glaube, das ist so, egal wie gut die jetzt wirklich funktionieren, das ist eigentlich so meine größte Enttäuschung von diesen Tools, dass die vermeintlich neutral, also dass diese vermeintlich neutrale Technologie eigentlich auch einerseits gebiased ist natürlich durch die Daten, die da drin sind und andererseits aber auch durch ein gesellschaftliches Coding-System sozusagen, das man nicht umgehen kann so, oder dass das dann erneut eingeschrieben ist und wenn dann solche Tools benutzt werden, um auf Menschen zu gucken, wird das sozusagen doppelt oder erneut in die Wahrnehmung der Menschen eingeschrieben. Und das ist so, das ist, glaube ich, auch so mein künstlerischer Ansatzpunkt, zu sagen, wenn diese Systeme quasi so simpel funktionieren oder auf Modellen, auf Gesellschaftsmodellen auch basieren, die ich zum Beispiel unterwandern möchte, dann wäre es doch interessant zu sagen, okay, der Körper kann die auch irritieren, indem er sich einfach nicht so verhält oder abseits dieses Codes. bewegt. Und genau, und da ist so, da ist der Begriff Glitch relativ wichtig geworden in der Recherche und in der Arbeit, die daraus entstehen wird. Und die Idee ist eben einerseits, den Körper zu benutzen, um in Software-Systemen Glitches hervorzubringen. Mhm. Und andererseits auch die Idee, dass der Körper selber glitschen kann im Sinne von innerhalb von so einem binären System, das auf ihn guckt, quasi fehlerhaft funktioniert oder nicht fehlerhaft, sondern also in diesem Sinne wäre dann der Glitch oder das, was vermeintlich fehlerhaft ist, eigentlich das, was man sucht so und was so neue Formen des Körpers und des Daseins sein könnten. Ja, der Begriff Glitch ist ja auch schon länger in der Kunst, Glitch-Art, die ganzen, auch in der Musik, wo man dann irgendwelche digitalen Störungssignale drin hat und die dann aber wiederum als Ästhetik verwendet werden, als etwas Neues empfunden werden, was interessant ist. Und ich finde das super spannend, dass sie das in diesem Kontext auch auf den Körper bezieht. Wie ist da für dich das Verhältnis von Körper und Daten? Also du arbeitest ja ganz viel mit dem Körper als Performerin und Choreografin. Was hast du da für dich in dieser Arbeit rausgefunden? Also einerseits finde ich es total spannend, von zum Beispiel so einer neuen Wahrnehmungsweise ausgehend neue Körperlichkeiten zu erzeugen. Also auch da ist der Begriff Glitch hilfreich, weil er so ein bisschen den Rand oder die Grenzen von einem System aufzeigen kann. Wie bei dir gerade. Und das sind eigentlich total spannende Momente, wenn man so merkt, ah, okay, da hört es jetzt auf zu funktionieren, aber dann weiß man auch, was noch funktioniert. Mhm. Zum Beispiel finde ich es auch total spannend, ja, quasi zusammen mit so einem System herauszufinden, ah, okay, ab wann... keine Ahnung, ab wann wird eine neue Körperlichkeit produziert, die nicht mehr so klar klassifizierbar ist und die aber auf der anderen Seite total, trotzdem total spannend ist und was aussagt. Und vielleicht sogar eine Emotionalität oder etwas Affekte anregt, die jetzt nicht eindeutig klassifizierbar sind. So. Ja, also... Das ist ja auch fast primitiv, ne? Wenn ich mir jetzt angucke, bei dir sind irgendwie 6 Kategorien, die angezeigt werden. Anger, Joy, Sadness, Disgust, Surprise und Fear. Wobei, dann geht man auch von so Grundemotionen aus und der Mensch ist ja viel komplexer und da sind so viele Nuancen, die wir in unserem Gesicht, in unserer Stimme, in allem haben und diese Software kann gar nicht uns so lesen, wie wir in unserer Komplexität sind. Wird man da eigentlich irgendwann paranoid, wenn man die ganze Zeit vor so einer Kamera ist und merkt, okay, meine Gefühle werden jetzt getrackt? Geht man da mit einem anderen Blick durch die Gegend danach, nach so einem Projekt? Oh, bist du gerade traurig, weil du... Zeig noch mal. Ah, jetzt checkt das nicht so. Aber wenn man simuliert, dass man weint, dann... Ah, ne, jetzt finde ich. Also paranoid bin ich jetzt nicht geworden, aber ich finde es auf jeden Fall wichtig, ein Bewusstsein dafür zu haben, was mit Daten so gemacht wird und dass die quasi auf uns zurückfallen wieder, diese Erhebungen. Ja. Und also im Sinne von zum Beispiel, dass dann dass Werbung immer mehr personalisiert wird und man sich irgendwann in einer quasi Feedback-Schleife mit seinen eigenen Bedürfnissen befindet und eigentlich gar nicht mehr was Neues erfährt. Wir sind ja zum Glück in einem Land, wo Datenschutz im Vergleich zu anderen Ländern noch eher strenger betrachtet wird, obwohl da natürlich super viel auch schief läuft und nicht okay ist. Deswegen ist ja die akute Bedrohung für Deutschland weniger groß als jetzt in Ländern wie China, wo sowas ja auch schon passiert, Gesichtstracking. Ja, naja, also in Deutschland, also in Berlin zum Beispiel am Südkreuz gibt es auch schon ein Face-Tracking-System, das eigentlich alle Leute, die da vorbeilaufen, abgleicht mit Fotos von Leuten, die gesucht werden. Und da gab es auch schon, also innerhalb solcher Systeme gibt es auch quasi wie sowas wie Misuse oder auf jeden Fall Fehlbenutzung, weil dann PolizeibeamtInnen aus Mangel an den passenden, also die haben dann kein gutes Bildmaterial gehabt und einfach Bilder genommen von Leuten, die denen ähnlich sehen, von VIPs oder so, und die in das System eingespeist. So kann halt, also... Ja. Ich wollte das nicht relativieren. Und ich finde es total gut, dass ihr euch damit auseinandersetzt. Und genau, da hat man dann ja schon so einen Impuls zu sagen, okay, ich möchte das nicht, ich möchte darüber bestimmen können, wer jetzt mich analysiert, und dass man sich eben maskiert und sein Gesicht entfremdet, verfremdet. Genau. Wir können das auch mal ausprobieren, wenn du möchtest. Da wollte ich gerade mal fragen, wie, du bist ja jetzt Expertin, wie kann ich quasi dieses Tracking jetzt hier gut aus dem Ruder bringen? Also mit Sonnenbrille, das hat noch nicht so gut geklappt. Ich probiere hier nochmal eine andere. Ja. Da kann man so ein bisschen die Form auf jeden Fall, ja, die Augen sind schon... Ja, also ich meine, Expertin bin ich nicht, ich habe mich damit ein bisschen befasst, so. Aber ich glaube, ich würde auch sehr dafür plädieren, einen, ja, oder dieses Projekt ist für mich persönlich so ein bisschen eine Möglichkeit, mich diesem großen Thema zu nähern und mir das anzueignen und nicht davor zurückzuschrecken, weil es quasi so groß ist und ich das nicht studiert habe oder so, sondern, keine Ahnung, mich mit Softwareprogrammen auseinandersetzen und ausprobieren, was die irritieren könnte. So. Also ich sehe zum Beispiel, wenn ich hier die Augenpartie, kann ich so ein bisschen nach oben und unten ziehen, und es verwirrt auf jeden Fall schon mal ganz schön mit der Breite des Gesichtes, also fällt dauernd aus und kommt wieder rein. Also was auf jeden Fall gut helfen soll, ist, geometrische Formen auf sein Gesicht zu malen, um zum Beispiel, damit das System nicht mehr erkennen kann, wo hören die Wangenknochen auf, wie weit reichen die Augen, wo sind Augen. Ich kann ja mal probieren, hier so ein Augenshape zu malen. Mal, was passiert, wenn ich Licht... Ah ja, Licht ist auch... Nicht so gut. Sieht fantastisch aus. Oh ja, krass. Naja. Er erkennt aber... Ah doch, er erkennt deine Augen immer noch. Oh, jetzt bist du im Knutschmodus. Ja, es gibt auch natürlich ganz andere Ansätze, mit Daten und Überwachung umzugehen. Es gibt zum Beispiel eine Performance von Lauren McCarthy, die hat das Gegenteil gemacht. Da ging es mehr um dieses Thema und das Phänomen Follower, dass man im Prinzip digital einem Menschen folgen kann, und sie hat dann eine Performance gemacht, indem sie, ich glaube, 24 oder 48 Stunden von einer Kamera gefilmt wurde, und man konnte ihr folgen und wirklich, also vom Klogang bis ins Bett, sie komplett einfach stalken. Und das finde ich auch einen interessanten anderen Ansatz, den man haben kann, also sich der kompletten Überwachung ausliefern gegenüber anderen Menschen. Aber ihr habt jetzt ja einen ganz spielerischen Zugang, und warum habt ihr diese Art des Zugangs gewählt und warum ist das vielleicht auch so wichtig? Also ich finde es wichtig, gar nicht so einfach, sich auf beides zu konzentrieren. Ja, vielleicht malen wir auch erstmal ein bisschen. Also für mich ist so ein spielerischer Zugang quasi auch einer, in dem man diese Tools als kreative Tools benutzen kann. Also zum Beispiel dieses Face-OSC, Face-Tracking, was du benutzt, damit kann man eigentlich total kreativ umgehen und auch was produzieren. Das ist ja nicht ein reines Überwachungstool so. Es gibt bloß, also es gibt sozusagen, es gibt diese technologischen Möglichkeiten, Gesichter zu erkennen und zu speichern. Und das bedeutet ja nicht, dass diese Möglichkeit per se schon schlecht ist, aber es geht eher darum, wann wird es ein Problem so, ab wann möchte man das eigentlich nicht mehr. Und also zum Beispiel diese Firma Affectiva, die wir gesehen haben und von der ich gerade getrackt werde, auch hier, deren ganzes Modell basiert auf einem psychologischen Modell, das eben davon ausgeht, dass Emotionen, das, was innerhalb des Körpers liegt, über die Oberfläche des Körpers oder den Ausdruck des Körpers erkenntlich sind. Also dass man von dem Ausdruck des Körpers auf das Innere eines Menschen schließen kann. Und es gibt aber relativ viele KritikerInnen, die sagen, okay, dieses Emotionsmodell, das da benutzt wird, von Paul Ekman war das damals, das ist nicht ausreichend, Kontext zum Beispiel wird nicht ausreichend genug einbezogen, aber vor allem kann der körperliche Ausdruck für ganz viele Dinge stehen. Also wenn ich so mache, kann es sein, dass ich gerade Unterleibsschmerzen habe, es kann aber auch sein, dass ich von was angeekelt bin oder... Ne? Also es kann sehr, sehr viele Ursachen haben und ich kann natürlich auch performen, ne? Und du kannst auch performen. Also ich gehe durch die Überwachungskamera und lächle mir einen ab und bin super fröhlich und dann schmeiße ich die Bombe irgendwo hin, so als ganz plakativ formuliert. Ja. Oder ziehe mir eine Maske auf. Also wie effektiv ist das dann eigentlich, diese ganze Auswertung der Daten? Sehr fragwürdig. Auf jeden Fall, genau, euer Ansatz ist ja ein sehr kritischer und trotzdem sucht ihr einen spielerischen Umgang damit, der ja auch erstmal einen positiven Zugang schafft, beziehungsweise überhaupt erstmal eine Auseinandersetzung. Also mir macht das gerade super viel Spaß, aber ich krieg's nicht so richtig hin, den auf den Dinosaurier zu mappen. Was passiert bei dir? Du siehst auf jeden Fall lustig aus. Du bist immer, jetzt hast du eine Brille auf. Ja, ich werde noch immer erkannt, aber nicht mehr so gut. Ich versuche nochmal hier, ich habe hier so eine Suppenkelle. Was gut hilft, ist sowas wie die Augen zu verdecken. Suppenkelle funktioniert auch super. Da geht gar nichts mehr. Ja. Also Leute, immer mit der Suppenkelle vor die Tür, dann sind wir nicht gefacetrackt. Genau, also eigentlich muss man diese Punkte, die benutzt werden, um das Gesicht zu erkennen, die muss man irritieren oder ablenken. Das ist das Ziel. Genau, also hier mit 2 Bällen funktioniert das schon mal super. Jetzt hat er wieder mein Gesicht. Ich habe jetzt hier noch so eine Augenklappe. Mal gucken, was dann passiert. Oh, die ist ein bisschen zu groß. Also mit einer Augenklappe funktioniert aber auch schon. Teilweise. Es gibt auch ein künstlerisches Projekt, das sich schon ganz viel damit auseinandergesetzt hat, was für Gesichtsbemalung gegen Face-Tracking helfen kann. CV Dazzle heißt dieses Projekt von Adam Harvey. Und der hat sich sehr viel damit beschäftigt und tatsächlich so Shapes gefunden, die helfen, einen unsichtbar zu machen für Überwachungstechnologie, Überwachungskameras. Allerdings werden mittlerweile das ist so ungefähr 10 Jahre alt, dieses Projekt. Das heißt, mittlerweile werden ganz andere Technologien benutzt. Und das ist vielleicht auch, um nochmal anzuschließen an eine Frage von vorhin, dieser spielerische Ansatz schließt mit an, dass ich es eigentlich auch ganz gut finde, weiter zu suchen und sich so ein bisschen spielerisch damit zu befassen, okay, was ist denn jetzt, was hilft denn jetzt? Weil natürlich neue Technologien sich mega schnell weiterentwickeln und und ich sonst sehr schnell vor diesem Ding stehe, okay, ja, kann ich nicht durchschauen, also entwickelt sich so schnell, dass ich da gar nicht hinterherkomme. Aber eigentlich kann man in so einem permanenten Experimentieren und Mitwachsen sein. Also das passiert ja auch zum Beispiel in der Art und Weise, wie wir Social Media benutzen oder so, dass der Mensch und der menschliche Körper, die Ausdrucksweisen sich total schnell, also eigentlich total schnell digitale und technologische Entwicklungen verkörpern und sich dadurch auch erweitern lassen. Und das kann genauso gut in quasi so einem emanzipatorischen Moment der Aneignung von Überwachungstechnologien sein, dass man sagt, okay, ich will da eigentlich irgendwie dranbleiben und weiter mitverkörpern, wie ich mich für Überwachung schütze. Ja, ich glaube, das ist ein super gutes Schlusswort, denn wir sind leider am Ende unserer Interviewzeit angelangt. Ja, vielen, vielen Dank, Gloria, dass du mit uns darüber gesprochen hast. Das ist ein super spannendes Thema und auch wichtig. Und ja, ich hoffe, dass wir dranbleiben und immer wieder neue, schöne Face-Tracking-Demaskierungstechniken entwerfen können. Also ich finde, wir sind auf jeden Fall super gewappnet jetzt den Rest des Tages. Ja, vielen herzlichen Dank nochmal und das war's soweit von hier aus dem Chaos Trawler Studio im Gespräch mit Gloria Höckner.